Guten Morgen. Ist diese Pflanze essbar? Oder dieser Pilz? Oder was auch immer. Ist das essbar, was ich vor mir finde? Und das ist eine Frage, wo viele ein schlaues Büchlein rausholen und schauen, wie heißt denn diese Pflanze oder was könnte das für eine Pflanze sein. Aber ich habe selber durch meine Erfahrung und durch die Gespräche mit Pflanzenkundlern herausgefunden, dass auch dieselbe Pflanze in einer Region sehr sehr giftig sein kann, während sie in einer anderen Region überhaupt nicht giftig ist. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu bestimmen, ob ich diese Pflanze essen kann oder nicht. Und dafür habe ich mir persönlich so ein Instrumentarium angeeignet, über die Jahre kann man jetzt schon sagen, wie ich eine essbare Pflanze, eine für mich verwertbare Pflanze erkennen kann. Und dabei ist es mir egal, wie diese Pflanze heißt. In Italien beim Rainbow habe ich selber einen Workshop geleitet, wo es darum ging, welche Pflanzen können wir dort essen in Italien. Ich war dort in der Region in Italien noch nie und 90% der Pflanzen kannte ich dort nicht, die man essen kann. Trotzdem habe ich einen Workshop geleitet und habe quasi ja, dort mitteilen können, welche Pflanzen man dort essen kann und welche Pflanzen man nicht essen kann. Wie habe ich das gemacht? Ich habe diesen Workshop in der zweiten Woche angeboten und habe direkt von Anfang an dort begonnen, nach der Art und Weise, die ich euch heute vorstelle, die Pflanzen kennenzulernen. Und ich möchte da auch nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern direkt anfangen. Also, wenn ihr eine Pflanze erblickt und euch fragt, könnt ihr die essen, dann geht wie folgt vor. In einem ersten Schritt schaut ihr euch die Farbe an. Das können natürlich nur die Menschen machen, die auch die Farben sehen, aber das ist eine Aussage von Pflanzenkundlern, die ich einfach mal so übernehme, auch wenn ich sie selber jetzt nicht so umsetzen kann. Also wenn euch die Farbe instinktiv irgendwie abstößt, dann seid vorsichtig oder lasst es lieber gleich. Das ist der erste Punkt. Das zweite, wenn ihr eine Pflanze erkennt, die ihr essen wollt, also nicht erkennt, sondern erblickt, die ihr essen wollt, dann nehmt die Pflanze. Idealerweise bückt ihr euch und reißt die Pflanze nicht einfach ab, sondern lasst die Pflanze leben und ja, riecht daran. Wie ist der Geruch? Fühlt sich das angenehm an? Fühlt sich das so an, dass ihr sie essen wollt? Oder stößt euch irgendwas davon ab? Die Augen und der Geruch, das sind ganz natürliche Sinne. Und Tiere machen das nicht anders. Und Tiere essen selten etwas, was in der Natur vorkommt, was für sie nicht gut ist. Sie haben noch einen guten Instinkt. Bei uns kann der Instinkt manchmal überlagert sein. Aber meistens ist der Instinkt abgestumpft. Aber er ist noch existent. Und von daher geht hin und riecht die Pflanze. Wenn ihr das getan habt und das beides ist in Ordnung, das heißt die Pflanze sieht aus, ja, Essig und die Pflanze riecht auch nicht so, dass man sie nicht essen wollte, dann pflückt die Pflanze. Und dann schaut ihr, ob sie einen sogenannten Milchsaft in sich trägt. Das heißt im Stängel, wenn ihr den aufmacht, dass da so ein Milchsaft rausfließt. Bei Milchsaftpflanzen solltet ihr erstmal etwas vorsichtiger sein. Milchsaftpflanzen wurden ganz häufig eingesetzt, auch in der Vergangenheit, um spezielle ja, Effekte auszulösen. Das kann psychoaktive Effekte meinen, das kann auch schmerzlindernde oder krankheitsbekämpfende Sachen meinen und es ist dann meist nicht einfach so ein Nahrungsmittel, was ihr da verzehren könnt. Das kann sein trotzdem, aber ihr solltet einfach so ein Stück vorsichtiger werden, wenn ihr Milchsaft erblickt. Dann nehmt ihr die Pflanze und reibt die so ein bisschen zwischen euren Fingern. Denn dadurch wird der Geruch häufiger noch intensiviert. Und wenn ihr dann immer noch das Bedürfnis habt oder wenn ihr merkt, okay, nö, das könnte man essen, an diesem Zeitpunkt, da könnt ihr das erste Mal diese Pflanze bzw. ein bisschen Pflanzenbrei wahrscheinlich, nachdem ihr gerieben habt, an eure Zungenspitze legen und sofort wieder wegnehmen. Und dann wartet ihr kurz, wie eure Zunge reagiert. Fängt sie an zu brennen, dann sofort wegschmeißen. Wenn sich alles in Ordnung anfühlt, dann esst ihr die Pflanze nicht, sondern ihr nehmt ein kleines Stück der Pflanze und legt sie zwischen die Zähne und die Backe und legt sie dort hinein für 5 Minuten. Ihr legt sie für 5 Minuten dort hinein und esst sie nicht, sondern ihr legt sie nur hinein, also dieses zerriebene reinlegen. Es ist ganz wichtig, dass es sich auch vorher zerreibt. Wenn ihr das vorher nicht zerreibt, dann nehmt es in den Mund und zerbeißt es und legt es dann rein. Aber idealerweise wirklich zerreiben, nachdem man sozusagen Farbe ist okay, Geruch ist okay,
Milchsaft kurz mal geschaut und dann zerrieben und dann zwischen Backe und Zähne legen. Und ja, ich weiß, das heißt Wange, bei mir ist das aber schon immer eine Backe gewesen und das bleibt auch eine Backe. 5 Minuten warten. Wenn in 5 Minuten alles in Ordnung ist, sich alles gut anfühlt, dann könnt ihr es schlucken. Was kann passieren? Was kann passieren, was darauf hindeutet, dass es nicht in Ordnung ist? Wieder eine ausgesprochene Schärfe, eine unangenehme Schärfe. Weiterhin ein Taubheitsgefühl. Wenn sich ein Taubheitsgefühl ausbreitet und vielleicht sogar Richtung Zunge geht und das spürt, sofort ausspucken, nicht essen. Und das dritte aus meiner persönlichen Erfahrung ist eine ganz starke Schaumbildung. Wenn sich extrem viel Schaum im Mund bildet, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es giftig ist. Auch das bei starker Schaumbildung sofort ausspucken. Das habt ihr gemacht und dann wartet ihr 2 bis 3 Tage. Ja, ich weiß, wenn ihr irgendwo in der Wildnis seid und was essen wollt, dann könnt ihr quasi jetzt nicht direkt das feststellen, aber 2-3 Tage kann man noch ohne Essen überleben und dann wisst ihr ja, ob ihr die Pflanze essen könnt. Also 2-3 Tage warten und wenn dann alles okay ist mit eurer Verdauung, wenn nichts passiert ist, dann esst ihr eine komplette Pflanze. Aber auch nur eine komplette Pflanze und nicht gleich ganz viel davon. Eine komplette Pflanze, die esst ihr und dann wartet ihr abermals 2-3 Tage und wenn das auch in Ordnung ist, dann könnt ihr diese Pflanze so lange essen als Monomahlzeit, vor allem bis entweder ihr satt seid oder ihr nichts mehr von der Pflanze findet. Idealerweise, das mache ich zumindest so, wenn ich eine Pflanze erblicke, dann esse ich nicht alles auf von der Pflanze, sondern lasse immer ein paar Sachen stehen, dass die Pflanze an sich überlebt und vielleicht eine andere Lebewesen nähren kann. Ja, also mit dieser Methode esse ich seit 2 Jahren, würde ich sagen, kurz bevor ich damals mit der Rohkosternährung angefangen habe, mich wild durch alle Länder und alle draußen Parks, Gärten, Wälder, ohne dass ich weiß, was das ist, ohne dass ich den Namen nennen kann. Aber ich erkenne die Pflanzen natürlich immer wieder und ja, entsprechend kann ich sagen, dass mittlerweile ich Dinge wie zum Beispiel den Fliegenpilz probiert habe. Ich habe wohl auch mal den Schirling gegessen, so heißt die glaube ich, und das war in Italien und habe auch gemerkt, dass das giftig ist. Also ich glaube er hieß Schirling, ich weiß es nicht und erkenne den natürlich jetzt wieder. Das heißt, ja, mittlerweile kann ich wirklich sagen, also man müsste die Frage stellen, was kann man nicht essen und nicht was kann man essen draußen, weil alles was draußen ist, was ich so sehe, kann man fast essen. Ne? Also selbst bei Nadelbäumen habe ich quasi fast schon alles gegessen und einmal war wohl auch eine Eibe dabei, wo gesagt wurde, die ist giftig, aber ich glaube, ich habe da nicht so viel davon gegessen und diesen 2-3 Tagestest, also diesen in die Backe stecken, diesen Test hat das ja, problemlos gemeistert und ich habe es halt trotzdem gegessen und dann hatte ich aber so ein Gefühl nach 2-3 Tagen, also innerhalb der 2-3 Tage, dass irgendwas gewesen ist und aber das war wahrscheinlich einfach zu wenig. Hätte ich dann die ganze Pflanze gegessen, was bei einem Baum natürlich nicht den ganzen Baum bedeutet, sondern halt dann einfach etwas mehr, dann hätte ich glaube ich dann auch was gemerkt. Aber daran erkennt man, dass die Eibe nicht so extrem giftig ist. Bei anderen Sachen, zum Beispiel beim grünen Knollenblätterpilz, wird das wahrscheinlich intensiver sein, den ich allerdings noch nicht probiert habe. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, das ist so meine Art und Weise, wie ich, wenn ich in der Natur bin, entscheide, ob ich die Pflanze esse oder nicht esse, indem ich sie erstmal kennenlerne, auf die Art und Weise, wie ich es euch präsentiert habe und ja, und dann relativ sicher essen kann. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Wenn ihr eine andere Methode habt oder wenn ihr sagt, nein, für euch ist es ganz wichtig, dass ihr auch den Namen der Pflanze kennt, dann postet mir das als Kommentar. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr das Video teilt. Gerade das Wildpflanzen essen ist ein Thema, wo sicherlich viele gerade auch jetzt vielleicht Angst vor Krisen haben oder sowas, die sich da schon schulen wollen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn das Video geteilt wird. Und dann macht das. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.